Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute soll es mal um den Baum hier, an dem ich hier lehne, gehen. Der eine oder andere von euch hat vielleicht eine vage Vermutung, um was es sich handeln könnte, weil er sowas schon mal gesehen hat. Jeder dritte Baum, den wir in Deutschland so haben, ist das da, nämlich die gemeine Fichte. Und die ist deswegen so gemein von allgemein und nicht, weil sie besonders böse oder ähnliches wäre, auch wenn viele Förster die Fichte nicht mögen. Dazu hat mein Forst-BWL-Professor ein schönes Gedicht erfunden, das da lautet: Die Fichte ist ein armer Baum, der deutsche Förster liebt sie kaum. Und auch heute gilt, wenn ich wild um mich schlage, liegt es daran, dass ich die Mücken zu vertreiben versuche. Ich habe mich zwar diesmal freundlicherweise, dank der freundlichen Unterstützung von den Leuten, die das Zeug dabei hatten, mit Anti-Mückenzeug eingesprüht und bisher lassen sie mich relativ in Ruhe. Sie fliegen aber trotzdem um mich rum und versuchen durch das T-Shirt zu stechen. Daher nehmt ein wenig Rücksicht auf sowas. Gut, Fichte, Kapitel 1. Wie sieht sie aus? Wie dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein wird, handelt es sich um einen Nadelbaum. Heißt, das Ding hat Nadeln als Blätter. Nicht anstatt von Blättern, auch Nadeln sind Blätter, aber naja, das ist so eine botanische Spitzfindigkeit. Jedenfalls handelt es sich natürlich um einen Nadelbaum. So, wie unterscheidet man jetzt Fichte von anderen Nadelbäumen? Man guckt sich erstmal eine Nadel an. Also eine beliebige Nadel entnehmen. Und mit dieser Nadel machen wir nun Folgendes. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sehen, das könnt ihr dann auch nur fühlen, wenn ihr das Ding selber mal in der Hand habt. Ihr nehmt sie in die Hand und dreht sie mal ein bisschen zwischen den Fingern und werdet hoffentlich feststellen, dass die Nadel zumindest so ein bisschen vierkantig ist. Bei unserer einheimischen Fichte ist das gar nicht so einfach, dass man das mitkriegt, dass diese wirklich so ein wenig vierkantig ist. Aber normalerweise ist ein typisches Merkmal sämtlicher Fichten leicht bis deutlich vierkantige Nadeln. Wenn man die also so zwischen den Fingern dreht, kann man das merken. Hier bei unserer einheimischen Fichte, insbesondere bei dem Exemplar, das ich hier gerade habe, ist das gar nicht so deutlich zu merken. Aber das geht auch teilweise noch mal deutlicher. Ist jedenfalls laut Lehrbuch eins der Merkmale zur Bestimmung von Fichte. Das nächste ist, die Nadeln sind radial um den Zweig angeordnet. Das heißt, man kann keine großartige Ausrichtung der Nadeln jetzt nur in zwei Richtungen erkennen. Das gibt es nämlich auch, dass die Nadeln sozusagen gescheitelt sind und quasi nur nach vorne bzw. hinten oder links und nach rechts, je nachdem wo man den Zweig hält, vom Zweig wegstehen. Das ist hier nicht der Fall. Die Nadeln stehen nach alle Seiten ab. Das nächste ist, dass die Nadeln relativ spitz sind. Man kann sich also durchaus daran wehtun. Das merkt man einfach, wenn man das Ding mal herzhaft in die Hand nimmt und dann feststellt, oh Hilfe, das sticht ja ein wenig. Dann ist es auch wahrscheinlich die Fichte. Dazu gibt es den schönen Merkspruch, die Fichte sticht, die Tanne nicht. Wieder was ist, dass die Nadeln von allen Seiten gleich aussehen. Also man hat die Nadelunterseite hat die gleiche Farbe wie die Nadeloberseite. Das ist bei vielen Nadelbäumen auch nicht so, bei den Fichten typischerweise schon. Und man erkennt auf der Nadel typischerweise auch nirgendwo irgendwelche weißen Streifen, sogenannte Stomata-Streifen, die bei vielen Nadelbäumen eben auch charakteristisches Bestimmungsmerkmal sind. Da kommen wir dann spätestens bei der Tanne dazu, dass es dann sowas gibt. Bei der Fichte gibt es das eben nicht. Des Weiteren die Zweigfarbe wohlgemerkt, nicht die Nadeln, ist so leicht rötlich. Man spricht von der Fichte auch von der Rottanne, obwohl sie keine Tanne ist. Aber diese leicht rötliche Färbung der Zweigchen ist relativ charakteristisch. Des Weiteren hat das Holz auch eine leicht rötliche Färbung, aber das Holz könnt ihr ja meistens als Bestimmungskriterium nicht heranziehen. Solltet ihr das Glück haben, einen Baum zu erwischen, der gerade Zapfen trägt, wenn die Zapfen am Ast hängen, also quasi am Ast nach unten hängen, dann handelt es sich auch meistens um eine Fichte, weil bei der Tanne stehen sie auf dem Ast drauf. Das ist also auch nochmal so ein Unterscheidungsmerkmal. Jawohl. Und ansonsten ist so die Fichte der Archetypus des Nadelbaums, ohne besondere Besonderheiten. Also es gibt jetzt nicht so das entscheidende Merkmal, wo man jetzt sagen würde, oh, das hat das und das, das ist eine Fichte. Im Gegenteil, wenn also kein besonderes auffälliges Merkmal vorhanden ist, dann ist es meistens eine Fichte, abgesehen eben von dem Stechen. Fichten immer stechend. Ja, zur Bestimmung.
Wichtig wäre vielleicht noch zu sagen, das könnt ihr jetzt garantiert sehr schlecht sehen, aber wir versuchen es trotzdem mal. Die einzelnen Nadeln haben ganz am Ende, da wo sie am Zweig ansitzen, ein kleines Stielchen, das die Farbe vom Zweig hat, also sprich aus Holz ist oder zumindest so aussieht, als ob es das wäre. Das ist der sogenannte verholzte Nadelgrund. Der ist auch für manche Nadelbäume charakteristisch, darunter eben auch für unsere Fichte. Zum Beispiel die Douglasie hat auch sowas, aber die ist an anderen Dingen dann wieder relativ eindeutig von der Fichte zu unterscheiden. Des Weiteren ist der Zweig selber. Hier am Zweig könnt ihr erkennen, dass der immer mal wieder so kleine Schuppen hat. Und am Ende dieser Schuppen sitzt eben dieser verholzte Nadelgrund, Nadelstiel, und auf dem steht dann die Nadel. Also das ist dann wirklich, wenn das alles zutrifft, habt ihr es mit Sicherheit mit einer Fichte zu tun. Wenn ihr dann auf ganz Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt noch ein paar Nadeln, reibt sie fest zwischen den Fingern und riecht einfach mal dran. Wenn es sich um Douglasie handeln sollte, bei der eine gewisse Verletzungsgefahr zur Fichte besteht, dann riecht das Ganze stark aromatisch nach, sagen wir einfach mal, Zitrusfrüchte. Die Leute streicheln sich, ob es Orange oder Zitrone ist. Das nimmt jeder anders wahr. Aber wenn das nicht der Fall ist, habt ihr es mit einer Fichte zu tun. So ein leichter, harziger Geruch, wie er eben typisch ist, wenn ihr auch Fichtennadeltee trinkt, das ist dann klar, das ist natürlich dann auch die Fichte. Also man kann die Fichte auch am Geruch identifizieren, es ist aber nicht so charakteristisch, dass man, wenn man zum Beispiel Schnupfen hat oder grundsätzlich sowieso eine schlechte Nase, so wie ich, das als Bestimmungshilfe heranziehen kann. Gut, das waren die Nadeln zum Stamm. Der ist eine typische Schuppenborke, könnte man sagen. Also die Borke besteht aus einzelnen Schuppen, die man dann theoretisch auch abbrechen kann und kann dann schön sehen, dass es sich wirklich um einzelne Schuppen handelt. Das ist eben die typische Fichtenborke. Das Ganze erscheint teilweise leicht rötlich, wenn ihr so wollt. Mit so Farbsachen bin ich auch immer vorsichtig. Der eine sieht es jetzt als rötlich an, der eine sieht es als grau an, der nächste als was weiß ich was. So Farbsachen sind immer so ein schlechteres Bestimmungsmerkmal. Aber diese typische Borke, die man in diesen Scheibchen, Schuppen quasi auch vom Baum abnehmen kann. Das schadet dem Baum übrigens nicht groß, solange ihr das jetzt nicht in einem riesigen Umfang betreibt. Die fallen nach und nach auch von alleine ab, diese Schuppen. Das ist so eine typische Fichtenborke und da kann man es auch am Stamm ganz gut erkennen, insbesondere im Vergleich zu anderen Nadelbäumen. Lässt sich die Fichte am Hand ihres Stammes eigentlich recht gut bestimmen. Aber das lernt ihr dann, wenn wir noch andere Nadelbäume auch mal angeguckt haben, beziehungsweise geht selber mal in den Wald und probiert es mal aus. Geht zum Baum, versucht anhand des Stammes zu sagen, das ist eine Fichte. Sucht euch ein paar Nadeln dazu, wenn die Äste niedrig genug hängen, und dann werdet ihr sehen, okay, es ist wirklich eine Fichte. Ein junger Stamm sieht nochmal anders aus, das ist aber bei allen anderen Bäumen, die ich hier vorstelle, auch so. Meistens, gerade so Stämme mit einer schuppigen Borke, sind im Alter viel schuppiger als in der Jugend und sehen dann halt nochmal deutlich anders aus. Da gehe ich jetzt nicht explizit extra drauf ein, da müsst ihr euch halt Nadeln suchen, daran könnt ihr es auf jeden Fall sicher bestimmen. So, dann wären wir bei der Frage, wie man eine Fichte findet. Das ist relativ simpel, weil jeder dritte Baum im deutschen Wald ist eine Fichte, statistisch gesehen. Jeder von euch wird garantiert irgendeinen Fichtenwald, der fast nur aus Fichte besteht, irgendwo in der Nähe zu finden haben. Die werden weniger und der Fichtenanteil im deutschen Wald nimmt erheblich ab. Aber trotzdem ist nach wie vor so ziemlich jeder dritte Baum eine Fichte im deutschen Wald. Das war vor noch gar nicht mal so vielen Jahrzehnten noch anders. Da war jeder zweite Baum eine Fichte. Mehr oder weniger. Also wo kommt sie natürlich vor? Wenn sie der Förster nicht überall hingepflanzt hätte, dann gäbe es sie im Prinzip nur in den Hochlagen der Gebirge. Also entweder die ganz, ganz hohen Mittelgebirge, hoher Schwarzwald, auf dem Brocken in Harz vielleicht noch, solche Regionen. Oder im Bayerischen Wald ganz oben auf der Kammlage vielleicht auch noch, so ganz vereinzelt vorkommend. Aber normalerweise, also große Mengen von Fichte würde man dann eigentlich nur im südlichen Schwarzwald, weil der eben hoch genug ist, und in den Alpen natürlich antreffen können. Auch möglich ist, dass Fichte natürlich im Moorbereich vorkommt, also an den äußeren Moorrändern. Da könnte es auch noch sein, dass da ein bisschen Fichte zu finden ist, wobei das so ein bisschen umstritten ist, inwiefern die Fichte ans bzw. ins Moor gehört. Da kann man sich ein wenig streiten.
Riesige Fichtenwälder finden sich in Sibirien. Also diese sibirische Fichte, die da wirklich überall steht und eigentlich den größten Wald, flächenmäßig, größten Wald der Erde ausmacht, ist eine nahe Verwandte von unserer Fichte hier. Manche Leute sagen sogar, es ist im Prinzip dieselbe, weil sie miteinander kreuzbar sind und nach dem Biospezies-Konzept wäre es dann dieselbe Art, also quasi dieselbe Fichte. Aber da kann man sich streiten, ist an dieser Stelle auch nicht so wichtig. Jetzt kommen wir dazu, was man mit so einer Fichte denn anstellen kann.